Was ist dein Anliegen? Mein Anliegen ist das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir. Ja. Magst du ein paar Sätze sagen dazu? Ja, also meine Beziehung zu meiner Mutter ist sehr schwierig, weil je mehr ich selbst in meine Kraft, in meine Selbstbestimmung gegangen bin und weitergehe, desto mehr ist in meiner Mutter die Konkurrenz, die Eifersucht, der Neid auf mein Leben erwacht. Also sie konnte vielleicht ihr eigenes Leben gar nicht so leben? Genau, also sie hat ihr eigenes Leben nicht leben können. Sie war 17, wie ich geboren wurde und hat jetzt eben immer mehr das Gefühl, dass ihr Leben absolut nicht das gewesen ist, was sie sich vorgestellt hätte, und der Spiegel durch mich ist für sie sehr schwierig. Ja. Gut, das ist eine schwierige Situation, aber wir schauen mal, wie man durch diese Art von Aufstellungen das klären kann. Dazu brauchen wir jemanden für deine Mutter und wir brauchen jemanden für dein erwachsenes Selbst, für die Renate, die sich abgrenzen kann, ohne Schuldgefühle auch gegenüber der Mutter. Ja. Such mal die Stellvertreter aus und stell sie mal so hin, wie dein Bild ist, dass sie hier im Raum stehen. Darf ich die bitten für meine Mutter? Ja. Du bist meine Mutter. Ich würde dich bitten für mein erwachsenes Selbst. Du bist mein erwachsenes Selbst. Wie geht es deiner Mutter? Ich habe das Gefühl, ich kriege hier ein Problem hingeschoben, das nicht mein Problem ist. Wie geht es dem selbst? Mir ist ganz klar, dass ich hier nicht an der richtigen Stelle bin. Und ja, ich fühle mich ziemlich überflüssig. Spürst du irgendwo Verbindung? Okay. Magst du deinen Platz verändern? Ja. Wie geht es da, Renate? Also mir war es wohler, wie mein Selbst nur da gestanden ist. Also ich würde gern hingehen, aber merke, dass da irgendwas von dort ausgeht, was mir das nicht erlaubt, und dass mein Selbst jetzt darüber geht, das macht mir jetzt total unruhig. Vor allem jetzt erlebe ich sie so ausgerichtet auf meine Mutter. Also das löst jetzt einen totalen Stress in mir aus. Also Renate, theoretisch bist du ja vollständig ohne deine Mutter ist vollständig ohne dich, und dann könnte es eine Grenze geben. Und wenn es eine Grenze gibt, dann könnte einmal dein Raum entstehen. Vielleicht gehst du einfach mal auf die andere Seite. Dann könnte hier die Grenze sein. Und da wäre dann hier dein Raum. Das ist der Raum, da ist Renate zuständig, da gehörst nur du hinein. Und auf der anderen Seite ist Mutters Raum, da ist die Mutter zuständig. Und da gehört nur das hinein, was zur Mutter gehört. Und die Mutter hat natürlich ihr eigenes Selbst, mit dem sie mehr oder weniger verbunden ist. Stellen wir mal rechts von ihr. Gehst du vielleicht ein bisschen weiter rüber. So. Muss nicht so ganz dicht sein, das ist fraglich, ob sie so dicht verbunden ist. So ungefähr. Ändert es was für dich, wenn es diese Grenze gibt und wenn die Mutter ihr eigenes Selbst hat? Also es ändert schon was, aber also diese Unruhe bleibt. Die Unruhe bleibt. Mhm. Also es ist sehr eigenartig. Ich bin ganz ausgerichtet auf die Mutter, aber eigentlich völlig emotionslos. Renate, wir vermuten jetzt, dass diese eine fehlende Grenze die Ursache ist für deinen Konflikt mit deiner Mutter und dass du möglicherweise nicht genau unterscheiden kannst, wo du zuständig bist, wo du nicht zuständig bist. Und wir können versuchen, ob du bestimmte Rollen im Raum deiner Mutter übernommen hast. Und wenn das so ist, dann kannst du dich entscheiden, ob du die abgibst oder nicht. Und dann kann es auch sein, dass du deiner Mutter in deinem Raum ebenfalls eine Rolle zugewiesen hast. Auch das kannst du überprüfen.
Ist das okay? Mhm. Gibt es manchmal Mitleid mit der Mutter? Hast du das Gefühl, sie ist so bedürftig und schwach und du hast das Gefühl, du musst so stark sein für sie? Kennst du sowas? Also von früher auf alle Fälle. Ja. Mhm. Okay. Dann stelle ich mal hinter deine Mutter und schau mal, wie sich das anfühlt. Da habe ich das Gefühl, ich muss sie stützen. Ja. Kennst du sowas? Ja. Also, wenn die Mutter eine schwere Kindheit hatte, und das scheint ja der Fall gewesen zu sein, dann hat sie so eine Erwartung, dass irgendjemand ihr dann nochmal was gibt, was sie damals als Kind nicht bekommen hat. Die Erwartung geht erstmal an den Partner, aber auch an die älteste Tochter. Und als Kind entwickelt man dann oft Sensoren, wenn man als Kind in seinem eigenen Platz gar nicht wahrgenommen wird. Um dann irgendwie bedeutsam zu sein oder wichtig zu sein für die Mutter, entwickelt man Sensoren, was die Mutter braucht, und dann kommt man sofort an den Platz, wo man das Gefühl hat, da wird man gebraucht. Es ist natürlich verwirrend, es ist immer eine Überforderung und es hindert dich daran, die zu sein, die du eigentlich sein könntest, und du kannst dich entscheiden, wo du hingehörst. Ich werde jetzt so, ich könnte auch das Atmen jetzt einstellen. Wie ist das, wenn du da aussteigst? Ja, herausfordernd, aber ich weiß, dass es ganz klar fällig ist. Herausfordernd heißt, es fühlt sich irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass, da braucht es ein bisschen einen anderen, der sie stützt. Also, dann bricht sie uns gleich zusammen. Ja? Also ein Kind, was in diese Rollen gibt, bekommt auch ein, das verliert die Achtung für die Mutter, hat das Gefühl, die Mama ist ganz schwach und wenn ich sie nicht da unterstütze, dann bricht sie mir zusammen. Mhm. Ja? Und was sagt dein Verstand? Dass sie es schon schafft. Dass sie es schafft. Also der klärende Satz wäre, Mama, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht von deinen Eltern nicht bekommen hast. Mama, ich kann dir das nicht geben, was du von deinen Eltern nicht bekommen hast. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Wie ist es, wenn du das sagst? Das ist gut. Gut. Nun gibt es einen zweiten Platz, den du möglicherweise kennst. Die Mutter ist vielleicht nicht ganz optimal bei sich und dann denkt eine brave Tochter, vielleicht kann ich der Mutter das nahebringen, wie sie eigentlich mehr sie selber sein könnte. Man stellt die eigenen Bedürfnisse zurück, man ist mit 1000 Antennen bei ihr, es fühlt sich sehr liebevoll an, sehr selbstlos. So selbstlos, dass man vor sich selber auf die Knie gehen könnte, nach dem Motto, wenn alle Menschen so edel wären, dann sehe diese Welt ganz anders aus. Leider, leider, geh mal an diesen Platz, ob du das kennst. Den kenne ich, ja, das weiß ich schon von drüben. Also leider hast du da null Wirkung. Im Gegenteil, du störst die Mutter, hindert sie daran, mit ihrem eigenen Selbst verbunden zu sein. Und es hindert dich daran, in deinem eigenen Raum zu sein. Du zahlst einen hohen Preis, hast null Wirkung. Das wäre wieder die absolute Loser-Position. Und es kann auch einen zweiten Aspekt gehen. Es kann sein, dass die Mutter irgendwie ganz stolz ist auf dich, dass du so Erfolg hast und dass sie sich ein bisschen damit schmückt. Ja, umso mehr, weil sie selber das vielleicht gar nicht so hatte. Und dann stellt sie dich sozusagen dahin und schmückt sich an deinem Erfolg. Das kann auch latent mit vorhanden sein. Aber so oder so, es ist nicht dein Platz. Wo gehörst du hin? Darüber. Der klärende Satz wäre, Mama, ich kann dir auch nicht dein Selbst ersetzen. Mama, ich kann dir auch nicht dein Selbst ersetzen. Du hast dein eigenes Selbst. Du hast dein eigenes Selbst. Und wie du damit verbunden bist, ist allein deine Verantwortung. Und wie du damit verbunden bist, ist alleine deine Verantwortung. Ich bin da gar nicht zuständig. Ich bin da nicht zuständig. Wie fühlt sich das an? Gut. Jetzt geht es mit den Eltern vielleicht auch nicht so optimal und manchmal denkt eine brave Tochter, die Mama bräuchte einen Menschen an ihrer Seite, der sie wirklich versteht. Und keiner versteht sie so gut wie ich. Kennst du das? Das war früher auch eine Paraderolle. Ja. Stell dich mal daneben. Ja, du lässt auch keine Rolle aus. Ja. Also du kennst das? Mhm. Ja. Es ist wieder eine Überforderung, hindert dich daran, du selber zu sein. Außerdem verlierst du ein Stück Achtung für deinen Papa, denn das wäre ja eigentlich sein Platz. Da musst du dann besser sein als er oder so. Das ist sehr belastend. Also, was sagt dir dein Verstand? Wo gehörst du hin? Darüber.
Der klärende Satz: Mama, ich bin auch nicht der bessere Partner für dich. Mama, ich bin auch nicht der bessere Partner für dich. Was zwischen dir und Papa ist, das ist eure Geschichte. Was zwischen dir und Papa ist, das ist eure Geschichte. Ja. Da kenne ich mich gar nicht aus. Da kenne ich mich nicht aus und das will ich auch nicht. Da bin ich auch nicht zuständig. Da bin ich nicht zuständig. Jetzt nehme ich sie das erste Mal wahr. Ist ja. Ich war so fixiert, so ausgerichtet und wollte eigentlich nur, dass die Mutter mich endlich sieht. Ja. Und jetzt gibt es noch eine Rolle. Wenn die Mutter SOS funkt, dann ist es so, dass eine brave Tochter sofort an Bord kommt und denkt, sie muss da mal nachschauen, was da los ist. Und dann überlegt sie sich, was würde ich an Mutterstelle tun, wie würde ich mich verhalten. Schau mal, wie sich das anfühlt, ob du dich da auskennst. So, als wärst du der bessere Kapitän auf Mutters Boot. Ja? Gut, genau. Also ihre Wahrnehmung war, dass die Mutter mit ihr konkurriert. Und was wir hier sehen, ist, dass sie mit der Mutter konkurriert. Also so kann sich das manchmal in der eigenen Wahrnehmung verdrehen. Also es fühlt sich natürlich auch sehr liebevoll an, sehr fürsorglich und so weiter. Aber der Preis für diese Illusion, es hat auch was mit Macht und Kontrolle zu tun. Und der Preis für diese Illusion ist wieder der, dass du nicht auf deinem Boot sein kannst und schon gar nicht als Kapitaner. Dann kommt dein eigenes Boot in Seenot, weil die Kapitane auf dem falschen Dampfer ist. Fällt dir da irgendeine Lösung ein? Drüber gehen. Ich habe nichts dagegen. Mama, das ist dein Platz und dein Schicksal. Mama, es ist dein Platz und dein Schicksal. Du bist du und ich bin ich. Du bist du und ich bin ich. Du lebst dein Leben und ich lebe mein Leben. Du lebst dein Leben und ich lebe mein Leben. Und dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. Und dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. Und ich respektiere das. Und ich respektiere das. Und mein Leben kann ganz anders sein als deins. Und mein Leben kann ganz anders sein als deins. Ganz egal, ob du es respektierst oder nicht. Ganz egal, ob du das respektierst oder nicht. Wie fühlt sich das an? Gut. Okay. Das Selbst blüht auf. Jetzt gibt es noch diese bizarre Version, dass du vielleicht gedacht hast, um mit deiner Mama klarzukommen, ist es wichtig, dass du dich auf sie einstellst. Und damit du dich besser auf sie einstellen kannst, hast du sie vielleicht selber in deinen Raum hineingenommen. Dann genügt ein Blick und du weißt sofort, was du zu tun hast. Dann orientierst du dich mehr nach ihr, als nach dem, was eigentlich Renate ist. Kennst du sowas? Ja. Dann wäre dein Territorium wieder fremdbesetzt. Und die Ureinwohnerin, die eigentlich dahin gehört, die wurde vertrieben. Und dann wäre wieder Revolution angesagt. Und ganz typisch, man bekommt ganz ambivalente Gefühle. Es kann zwischen Hass und Liebe schwanken. Beides. Und es hat nichts mit der Mutter zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass sie hier am falschen Platz ist. Sobald sie drüben steht, kann sie sein, wie sie will, es kratzt dich eigentlich nicht mehr. Wenn sie in deinem Raum ist, dann regt dich das nur auf. Aber du hast die Entscheidung, was da hineingehört und was nicht. Bist du bereit zur Revolution? Mhm. Mama, bei allem Respekt, du gehörst nicht in meinen Raum. Mama, bei allem Respekt, aber du gehörst nicht in meinen Raum. Und schon gar nicht auf den Platz von meinem Selbst. Und schon gar nicht auf den Platz von meinem Selbst. Dann darfst du sie eigentlich nehmen und da drüben hinstellen. Und jetzt schau mal nach, ob du einen Unterschied bemerkst, wenn Mutters Energie nicht mehr in deinem Raum ist. Ich spüre sie wieder viel mehr. Ja, das ist mein Raum. Das ist mein Raum. Da gehört nur noch das hinein, was wirklich Renate ist. Da gehört nur mehr das hinein, was wirklich Renate ist. Genau. Wie ist das? Gut. Und dann kommt sie an den rechten Platz. Da, das ist diese erwachsene Renate, die sich abgrenzen kann ohne Schuldgefühl. Du wirst dich nachher ihr noch annähern, aber jetzt geht es ja um Mamas Probleme. Mama hat ja nun jede Menge Probleme. Der große Stein oder der mittelgroße Stein? Der ganz große. Und es kann sein, dass du diese Probleme kennst und dass du dich irgendwie zuständig fühlst und dann fühlt sich das vielleicht so an. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Eine Frage, ist irgendetwas besser geworden, dadurch, dass du dich zuständig fühlst für Mutters Problem?
Also oft verliert man ein Stück Achtung für die Mutter und dann auch noch für sich selber. Für Achtung für die Mutter, weil man ihr signalisiert, dass sie selber damit nicht klarkommt. Und für sich selber verliert man die Achtung, weil man rackert sich so ab und es wird überhaupt nicht besser. Und wenn du die Achtung wieder haben möchtest für dich und für die Mutter, dann wäre es wichtig, dass du das bei der Mutter lässt, was zu ihr gehört. Wäre das okay? Mhm. Und da gibt es wieder einen Satz. Mama, du hast ein schweres Schicksal. Mama, du hast ein schweres Schicksal. Und du trägst es auf deine Art. Und du trägst es auf deine Art. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Es ist deine Art zu überleben. Es ist deine Art zu überleben. Und mir als Tochter steht es nicht zu, darüber zu urteilen. Und mir als Tochter steht es nicht zu, darüber zu urteilen. Oder mich da einzumischen. Oder mich da einzumischen. Wie ist das, wenn du das sagst? Befreiend. Ja. Ich habe das Gefühl, so soll jetzt wütend loswerden. Ja. Und ich achte das jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Und ich achte es jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Du darfst ein bisschen näher, ausnahmsweise. Dann gehst du mal wieder zurück. Wie ist es für die Mutter? Das ist meins und das gehört mir. Ja. Also, das ist ja die Bürde, die das Kind der Mutter abnehmen wollte, aber das ist auch in gewisser Weise die Würde, die man dadurch der Mutter nimmt. Und jetzt, wenn sie ihre Bürde wieder zurückbekommt, bekommt sie auch ein Stück ihrer Würde wieder zurück. Das gehört einfach zu dir. Ja. Und die Mutter hat natürlich ihrer Tochter einiges zugemutet, das ist unvermeidbar. Und wie immer gibt es für die Tochter zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder nimmt sie es als Herausforderung an, dann kann sie daran wachsen. Oder sie tut sich selber leid, kommt in die Opferrolle und dann kann das sie schwach machen. Und wie du damit umgehst, das ist deine Entscheidung. Renate, ich habe dir einiges zugemutet. Renate, ich habe dir einiges zugemutet. Ich kann das nicht ungeschehen machen. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann das nicht wieder gut machen. Ich kann es nicht wieder gut machen. Jetzt gehört es zu deinem Leben dazu. Jetzt gehört es zu deinem Leben dazu. Ich bin an meinen Herausforderungen gewachsen. Ich bin an meinen Herausforderungen gewachsen. Und du hast auch die Chance, an deinen Herausforderungen zu wachsen. Und du hast auch die Chance, an deinen Herausforderungen zu wachsen. Und wie du damit umgehst, darauf habe ich keinen Einfluss. Und wie du damit umgehst, habe ich keinen Einfluss. Wie ist es für dich? Also das berührt einen gewissen Schmerz, weil genau das in der Wirklichkeit so nicht vorhanden ist. Aber richtig. Dieses Wachsen, das ist absolut meins. Das okay. Passt. Nicht jede Mutter kann sowas sagen. Nur eine Mutter, die klar ist, kann sowas sagen. Also wenn die Mutter klar wäre, dann könnte sie das sagen. Und entscheidend ist es, ob du in die Opferrolle gehst oder in die Stärke gehst. Okay, gehst du nochmal zurück? So, jetzt brauchen wir wieder den Parabo. Wieder die Sicht, den Sichtschutz zur Mutter, damit so ein geschützter Raum entsteht, wo du dich dieser freien Renate zuwenden kannst, die sich abgrenzen kann ohne Schuldgefühle, die es nicht braucht, gebraucht zu werden. Und es kann sein, dass in deiner Familie die gar nicht so geschätzt wurde, im Gegenteil, dass sie sogar abgelehnt wurde, und da kannst du nochmal Mutters- und Vatersbrille ablegen. Dann schaust du nochmal mit deinen eigenen Renate-Augen. Auf diese freie, selbstbestimmte Renate, ob es an dir was auszusetzen gibt. Und statt mit dieser sehr traumatisierten Mutter eins zu sein, könntest du mal Probe verschmelzen mit dem, was eigentlich Renate ist. Gerne. Wie fühlt sich das an? Ganz warm und fein.
Gut. Das ist eigentlich Renate. Dass diese Renate, die ihre Würde hat, unabhängig davon, ob sie etwas leistet, unabhängig davon, ob sie gebraucht wird. So wie eine Rose oder wie ein Mohn seine Schönheit und Würde hat, einfach weil er da ist. Kannst du dir sowas vorstellen, dass es sowas gibt? Ja, genau. Und damit du mit dieser Seite von dir in Verbindung bleiben kannst, musst du genau unterscheiden zwischen Renate und Nicht-Renate. Speziell jetzt gegenüber der Mutter. Bist du bereit dazu? Mutter, gibst du deiner Tochter die Chance? Klar. Dann gehst du mal tapfer auf sie zu und sie darf dich hier stoppen. Stopp! Genau. Wie ist das für dich, Renate? Nötig und ja. Gut. Aber es kann sein, dass es ungewohnt ist? Nein. Gar nicht. Dass es irgendwie verboten anfühlt, nicht so nett? Nein, da bin ich ja schon ganz gut in der Übung, dass ich an meiner Wohnungstüre stoppe. Also du hast die Kraft dazu, du hast das Recht dazu, das wäre der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, weißt du immer, wer du bist, wer du nicht bist. Dann weißt du, wo du zuständig bist, wo du nicht zuständig bist. Und weil das so gesund ist, können wir es gleich nochmal trainieren. Du kommst nochmal. Stopp! Genau. Und was könnte dein Krafttier sein? Welches Raubtier fällt dir ein? Die Bärin. Die Bärin. Bärin ist stark, die hat diesen berühmten Bärenschrei. Meinst du, du kannst deine Mutter mal mit dem Bärenschrei stoppen? Mutter, bist du bereit? Klar. Ah! Jawohl! Super! Wie ist das für dich? Ja. Gut. Das ist eine wunderbare Kraft. Da gehört die Kraft hin. Das ist eine ganz gesunde Kraft. Das ist nicht verletzend, tut niemandem weh. Es geht ja nur darum, dass du genau deine Grenze wahrnimmst. Und wenn du die Kraft zurückhältst, dann richtet sie sich gegen dich und dann kriegst du vielleicht so Depressionen. Und wenn du die Kraft zeigst, dann wissen die anderen Bescheid, mit wem sie zu tun haben. Du bist nicht Frau Maus, du bist Frau Bär. Und du machst Platz für das, was wirklich Renate ist, schau mal, wie jetzt die Verbindung ist. Gut. Ja. Genau. Und jetzt kommt die Gegenabgrenzung, ist genauso wichtig. In dieser Familie konntest du nicht lernen, fremde Grenzen wahrzunehmen, geschweige denn zu respektieren. Und jetzt darfst du mir erleben, dass die Stellvertreterin von deiner Mutter dich hier stoppt. Und dann schaust du mal, wie das für dich ist. Du gehst auf sie zu, sie stoppt dich da. Stopp! Gut, nötig. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt befreiend. Ja. Also, natürlich, solange du glaubst, im Grunde da, wo du nicht zuständig bist, kannst du nicht wirklich Erfolg haben. Du verlierst nur deine Energie, du verlierst dich selber. Und wenn dich jemand stoppt, ist es sehr erleichternd. Wenn du aber so konditioniert worden bist, dass du nur dann wertvoll bist, wenn du für andere da bist, dann kann es sein, dass sich das auch schmerzlich anfühlt, wie Abweisung, wie Ablehnung, nicht gebraucht werden, nicht geschätzt werden. Das kennst du vielleicht. Das habe ich, glaube ich, schon durchgearbeitet. Ja, das hast du durchgearbeitet, ja. Und dann sucht man sich Partner aus, die einem eben nicht so gut abgrenzen und das sind dann belastete, traumatisierte Partner und dann gibt es Abhängigkeitsbeziehungen. Also, und an sich bist du stark, könntest auch einen starken Partner haben, wenn du lernst, das sportlich zu sehen, denn natürlich, wenn du Bär bist, ist auf deiner Seite jemand anderer Bär und zwischen Bären ist es so üblich. Wir machen das so. Und das darfst du einfach mal spüren, ja, wie das ist, wenn ein Bär dich stoppt. Ja. Und das, die Rolle übernehme ich wieder. Dachte ich mir schon. Ja, muss da auch was zu tun haben. Also du kommst nochmal wie gewohnt in Mutters Raum. Stopp, ich bin auch ein Bär. So sind wir Bären. Das sind unsere Spielregeln. Du bist Bär und ich bin Bär. Dann können wir uns in Augenhöhe begegnen. Wie ist das? Es ist nur ungewohnt, aber ich spüre, dass das gut wird. Ja. Und dann behandle ich dich wie eine Bärin und nicht wie ein Mäuschen oder wie ein Häschen. Und du bist eben kein Häschen, sondern du bist eine Bärin. Brauchst du es nochmal? Machen wir nochmal. Hey, hier bin ich der Bär. So sind wir Bären. Das sind unsere Spielregeln.
Drüben bist du Bär, da respektiere ich dein Territorium und hier bin ich Bär. Und dann können wir uns in Augenhöhe begegnen. Wie ist das? Jetzt kommt der Respekt hoch, jetzt spüre ich das. So ist es, genau. Ich respektiere dich und du respektierst mich. Dann kann man als Erwachsener mit anderen Erwachsenen umgehen. Das ist nämlich bei den Erwachsenen genauso wie bei den Bären. Mhm. Ja? Ja. Gut. Und kennst du das, dass du dich manchmal so überengagierst, da wo du gar nicht zuständig bist und dass du dann dich selber verlierst, deine Energie verlierst? Und um das zu vermeiden, ist es wichtig, dass du diese Grenzen wahrnimmst, dass du selber diese Grenzen wahrnimmst, denn die anderen zeigen dir diese Grenzen nicht. Entweder weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen. Oder sie zeigen dir vielleicht die Grenze, aber du denkst, ich kenne mich doch da besser aus und dann bist du schon wieder dran. Das kennst du auch. Ja. Also jetzt erlebst du noch einmal, dass du gestoppt wirst und schau mal, ob das nicht auch erleichternd sein kann, wenn du siehst, hier bist du gar nicht zuständig. Mhm. Die Kraft kannst du dir sparen. Kommst noch mal in meinen Raum. Stopp. Hier bist du nicht zuständig. Ja, löst so spontanes. Gut. Also wie wenn so Last von den Schultern fällt. Gut. Gehst nochmal zurück. Und dann gibt es ja noch diesen Zeitaspekt. Kennst du das, dass so Themen der Vergangenheit, alte Schmerzen, alte Verletzungen, Kränkungen, dass die immer wieder hochkommen und dich noch beschäftigen. In der Realität gibt es nur das Hier und Jetzt. Das, was vorbei ist, ist vorbei. Und vielleicht ist es gut, wenn du das einfach auf dieser symbolischen Ebene nochmal erlebst. Du kommst auf mich zu, symbolisch auf der Zeitlinie zurück in die Vergangenheit und ich stoppe dich. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Stopp! Es gibt kein Zurück. Was vorbei ist, ist vorbei. Merke, ich komme gleich wieder der Zug retour. So ist es. Mhm. Wie ist es für dich? Gut. Ja. Im Grunde ist es sehr befreiend. Mhm. Natürlich ist es auch ein Stück Abschied. Ja, manchmal kennt man halt diese alten Geschichten, diese alten Leidensgeschichten. Man hängt daran, auch irgendwie ist es so ein Stück der eigenen Biografie und was bin ich überhaupt, wenn es das alles nicht mehr gäbe? Ja? Also ein bisschen Abschied gehört dazu. Abschied tut immer weh, aber es ist ein gesunder Abschied. Mhm. Brauchst du es nochmal? Ja, machen wir nochmal. Stopp! Es gibt kein Zurück. Was vorbei ist, ist vorbei. Und es kommt auch nicht wieder. Also es ist wirklich wie wenn ein Gummiband mit zurückzieht und so ich merke, so wieder ist zurück auf meinen Platz. So ist es, ist gut. Ja. Mhm. Brauchst du es nochmal oder reicht es? Nein, es ist gut. Gut. Jetzt kommt nochmal die Mutter. Wie geht es dir jetzt mit deiner Mutter? Dem selbst? Ich habe das Gefühl, jetzt steht die zweite herum. Gut, Mutter, geh nochmal zurück. Ist noch zu früh. Wie geht es dir jetzt mit deiner Mutter? Ja, wenn es da hinten steht, ist gut. Gut. Also ich kann jetzt da hinschauen, ja. Ich sehe sie jetzt und ich habe auch das Gefühl, sie sieht mich. Ja. Also das ist jetzt eine gute Distanz. Okay. Wie geht es dir, Mutter, mit deiner Tochter? Gut. Ja. Ich bin froh, dass sie jetzt mal Flücke ist. Aha. Vorbei? Das ist die andere Version. Genau. Ja. Ja. Gefällt sie dir so? Ja, klar. Ja. Hättest du gedacht, dass du deiner Mama so besser gefällst als vorher? Na, gedacht hätte ich es nicht gekauft, aber gedacht. Versuche nie deine Mutter zu verstehen. Ja, gut. Also das Schwere und Verwirrende, was gar nicht zu dir gehört, das lässt du hinter dir. Mhm. Und das, was wirklich Renate ist, das nimmst du mit. Und dann gehst du wieder 9 Schritte ins Hier und Jetzt. Und die Tür zur Vergangenheit machst du hinter dir zu. So. Okay? Ja.
Dann entlass sie noch mal alle aus ihren Rollen. Danke dir, du bist entlassen aus deiner Rolle. Ja. Danke dir, du bist aus deiner Rolle entlassen. Danke dir, du bist aus deiner Rolle entlassen. Ja. Danke. So, wer möchte noch was ergänzen von den Stellvertretern, was wichtig sein könnte für Renate? Ich? Ja. Also ich bin erstaunt gewesen, dass sie mich aussucht, weil ich meine Entscheidung hatte, erst Kinder dann zu wollen, wenn ich meinen Scheißdreck einigermaßen aufgeräumt habe. In deiner Biografie? Ja, und das ist mir ganz gut gelungen. Und ich lasse meine Kinder los, okay? Und jetzt den Part zu spüren, dass mich das Kind nicht loslässt, das war super. Das war toll. Das war jetzt für dich? Ja. War das eine andere Erfahrung? Ja. Und das war, ja, gut. So, das ist so der Vorteil in so einer Gruppenaufstellung, dass man dann in Rollen hineinkommt, in Familiendynamiken hineinkommt, die entweder sehr vertraut sind oder ganz anders sind. Und so oder so kann man eine ganze Menge lernen. Das war wirklich toll. Ja. Ja. Gut. Aus der Rolle des Selbst der Mutter kann ich nur sagen, dass ich dich als eine Bedrohung empfunden habe. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass du sehr gefährlich für mich bist, weil du meinen Platz eingenommen hast. Ich hatte ja gar keinen Platz mehr, ja, sodass ich mich mit der Mutter, also mit deiner Mutter verbinden konnte. Und hatte auch den Eindruck und das Gefühl und die Wahrnehmung, dass du mich verdrängt hast aus meinem Platz, sodass wir uns nicht verbinden konnten. Sie konnte mich gar nicht finden. Also, das ist jetzt ein ganz anderes Bild, als du es gehabt hast. Ja? Und das ist ja das Faszinierende bei dieser systemischen Arbeit, dass manchmal genau das Gegenteil stimmt von dem, was man wahrnimmt. So paradox. Die Wirklichkeit ist einfach sehr komplex und manchmal stimmt eben sowohl das eine als auch das Gegenteil. Und wir reduzieren das meistens auf die eine Seite und dann sind wir aber felsenfest davon überzeugt. Und je fundamentalistischer wir dann diese eine Sicht vertreten, umso fälscher wird es und umso mehr Konflikte gibt es. Ja, wer möchte noch was ergänzen? Ja, ich bitte. Aus der Rolle des Erwachsenen selbst ist mir das auch so vorgekommen am Anfang, als würde eine ganz große Bedürftigkeit alles andere überdecken. Und ich war zwischen dieser Wahl hin und her gerissen. Ich höre jetzt auf zu atmen oder ich schreie jetzt los. Und davon war alles andere überdeckt. Und erst nach einer gewissen Zeit konnte ich dich sehen. Also die Fixierung von der Mutter gelöst, konnte ich dich sehen. Und dann war da relativ schnell eine ganz große Nähe da. Und als, das war das eigene dann. Dann durfte das eigene da sein, als irgendwie das Gefühl aufgehört hat, ich möchte von die Bedürftigkeit, ich brauche was, ich möchte was von meiner Mutter haben und dafür kämpfe ich. Ja? Und als das losgelassen sein konnte, da war eigentlich alles gut. Danke. Ja, es trifft es genau. Das ist das, was ich vom Kopf her erkannt gehabt habe, dass ich da in dieser Bedürftigkeit mit drinnen bin. Also ich denke, das war wieder ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Ausgangssituation ist die, dass eine Mutter, die traumatisiert ist, die nicht ganz bei sich selber ist, nicht mit sich selber verbunden ist, dass sie ein Kind gar nicht als ein Wesen im eigenen Recht mit einer eigenen Autonomie wahrnehmen kann. Sondern dass sie eigentlich sich bedürftig fühlt und Erwartungen hat an das Kind. Projektionen, könnte man sagen. Und wenn ein Kind spürt, dass es selber gar nicht wahrgenommen wird als das, was es eigentlich sein könnte, dann kann es entweder sterben oder, um zu überleben, versucht es in dieser, für die Mutter eine Funktion zu bekommen, eine Rolle zu spielen, wichtig zu werden.
Und dann entwickelt es halt 1000 Antennen, um zu spüren, was braucht die Mutter? Welche Rollen kann ich da besetzen, um für die Mutter wichtig zu werden? Und es ist unglaublich, was Kinder da alles für Antennen entwickeln und wie viele Rollen sie gleichzeitig spielen können. Aber alles das stört natürlich ihre Wahrnehmung für eine Grenze. Wo bin ich zuständig, wo bin ich nicht zuständig, wer bin ich selber, wer bin ich nicht. Und deswegen können sie auch nicht mit dem verbunden sein, was sie eigentlich sind. Im Gegenteil, wenn sie mit dem eigenen Selbst verbunden wären, dann könnten sie ja gar nicht diese verschiedenen Rollen bedienen. Und deswegen ist dann das eigene Selbst ist dann manchmal gefährlich und stört und wird deswegen ausgesondert. Das entsteht in der Kindheit. Das ist charakterisiert durch dieses Gefälle von Macht. Kinder sind hilflos, sind klein, sind schwach und bedürftig. Und Eltern sind halt die Großen, die Starken, die auch dem Kind eigentlich das geben können, was das Kind braucht. Und in dieser Situation geschieht dann diese Prägung, diese Konditionierung. Und das Fatale ist, dass es unbewusst ist und dass es aber ganz tief verankert ist und dass es dann das ganze eigene Leben bestimmt. Und es gibt Therapien, die mehr an der Oberfläche bleiben, da kann man, wo man einzelne Probleme bearbeitet. Da wird dieses grundlegende Muster oft gar nicht gesehen und auch kann gar nicht bearbeitet werden. Mein Eindruck ist, dass wir hier mit der Grenze und mit diesem eigenen Selbst, dass wir da wirklich an der Basis sind, dass das so wie die Struktur eines Menschen ist und dass wir da unmittelbar an der Struktur arbeiten und dadurch auch eine langfristige und nachhaltige Wirkung erzielen kann.